Wenn du Gesellschafter einer Körperschaft bist, zum Beispiel in der UG oder in der GmbH, dann gibt es einen großen Gefahrenbereich, der sich nennt verdeckte Gewinnentnahme. Und was das genau ist und was dieses Gesetz, das sogenannte Körperschaftssteuergesetz, auch regelt, das werde ich dir in diesem Video zeigen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht nur viele Unternehmer und Gründer als Kunden bei uns begleitet, eine UG oder eine GmbH zu gründen, sondern es auch selbst getan. Das heißt, auch ich bin Gesellschafter mehrerer UGs und GmbHs. Und deshalb kenne ich diese Gefahren auch aus eigener Erfahrung. Wenn du diesen Paragraphen im Internet googelst, dann wirst du feststellen, dass dort geregelt ist, dass eine Entnahme aus dem Unternehmen oder auch durch Genussrechte das Einkommen, was versteuert wird, nicht mindert. Und hierzu werde ich dir ein paar Beispiele heute liefern. Schauen wir uns nun mal das erste Beispiel an, wenn du selbst auch Geschäftsführer deiner Gesellschaft bist. Du hast deine Bezüge geregelt mit branchenüblichen 120.000 Euro Jahreseinkommen, dann ist das insoweit okay. Und der Vorteil ist, dass diese Gehaltskosten, die du ausbezahlst, tatsächlich auch steuermindernd, steuersenkend wirken, weil das als Betriebsausgabe auch gegengerechnet werden kann. Wenn du allerdings feststellst, dass dein Gewinn deiner Körperschaft höher ist als 120.000 Euro und du möchtest jetzt nicht die 15% Körperschaftssteuer und zusätzlich nochmal die Gewerbesteuer zahlen und denkst einfach, du verdoppelst dein Geschäftsführergehalt auf 240.000, dann werden die zweiten 120.000 als verdeckte Gewinnentnahme eingeordnet und trotzdem voll versteuert. Und zwar einmal in der Körperschaft und dann tatsächlich entweder über die Abgeltungssteuer, wenn du die Gewinne als Gesellschafter rausnimmst, oder dann nochmal über deine Einkommensteuer. Das zweite Beispiel betrifft dein Mietverhältnis. Stell dir einfach mal vor, du hast entweder selbst Wohneigentum und vermietest das deiner Gesellschaft oder du mietest einen Raum als Einzelunternehmer, als Person über eine Vermietungs- und Verpachtungsunternehmung an und vermietest die dann weiter an deine Gesellschaft. Und wenn du jetzt beispielsweise selbst Mietkosten nur zahlst von 1.000 Euro oder die 1.000 Euro sind markt- oder branchenregional üblich und du vermietest dann diesen Mietraum weiter an deine Gesellschaft für 10.000 Euro, dann können auch diese 9.000 Euro Differenz als verdeckte Gewinnentnahme abgegolten und erklärt werden. Die dritte Möglichkeit einer verdeckten Gewinnentnahme ist, dass du der Gesellschaft etwas verkaufst zu einem Preis, der wesentlich höher ist als das eigentliche Objekt wert ist. Wenn du also beispielsweise ein privates Fahrzeug an die Gesellschaft veräußerst, was noch einen Marktwert hat von 10.000 Euro, aber du stellst der Gesellschaft 100.000 in Rechnung, dann ist das wieder aus der Sicht des Finanzamts eine verdeckte Gewinnausschüttung und wird trotzdem voll versteuert. Aber das gilt tatsächlich nicht nur dabei, wenn du etwas verkaufst oder Mietverträge hast oder Gehaltsverträge machst, sondern jede Leistung, die du auch aus der Gesellschaft entnimmst, kann eine verdeckte Gewinnentnahme aus der Sicht des Finanzamts sein. Also auch dann, wenn du Unternehmensfahrzeuge nutzt, betriebliche Fahrzeuge nutzt und sie aber privat auch fährst oder andere Genussrechte, müssen genau überprüft werden, ob sie nicht eine verdeckte Gewinnentnahme darstellen und trotzdem dann im Nachhinein versteuert werden. Was ist nun das Fazit an dieser Stelle? Erstens, sei dir bewusst, dass das Finanzamt auch schon seit über 100 Jahren am Markt tätig ist. Es hat also auch schon viele Spielchen und verdeckte Gewinnentnahmen und andere Möglichkeiten der Steueroptimierung kennengelernt und weiß daher, was alles möglich ist und das bundesweit. Das heißt, egal was du vorhast, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass irgendein schlauer Unternehmer vor dir dasselbe probiert hat. Das zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du deinen Fokus auf die richtigen Dinge richtest. Und zwar nicht, wie du möglichst wenig Steuern bezahlst, sondern dass du eher das Ziel setzt, möglichst viel Steuern zu bezahlen. Dass dein gesamter Fokus darauf ausgerichtet ist, viel Umsatz zu machen, viele Erträge zu erwirtschaften und dann auch viel Steuern zu zahlen. Denn nichts ist schlimmer, als dass du deinem Unterbewusstsein mitteilst, ich möchte wenig Steuern zahlen. Denn die günstigste Form, tatsächlich legal wenig Steuern zu bezahlen, ist, keine Gewinne zu erwirtschaften. Aber das willst du nicht. Du willst viele Gewinne erwirtschaften und deshalb setzt dir lieber auch das Ziel, viele Steuern zu zahlen. Heißt das jetzt, dass du nicht alle legale Wege nutzen solltest, deine Steuern zu reduzieren? Na klar, es gibt natürlich den politischen Willen, dass bestimmte Investitionen, bestimmte Maßnahmen steuerlich auch begünstigt werden. Und da macht an dieser Stelle ein Steuerberater Sinn, der dir aufzeigt, welche Investitionen, welche Ausgaben, welche Kosten, welche Zuwendungen an Mitarbeiter oder andere Dinge oder Spenden sind tatsächlich absetzbar und welche nicht.
Aber vergiss nicht, dass als Unternehmer deine Hauptaufgabe liegt, den Markt zu betreten und erfolgreich Dienstleistungen anzubieten, Probleme zu lösen, Produkte herzustellen oder zu handeln. Und hier gilt das Prinzip des Wachstums. Und wenn du am Umsatz wachsen willst, wirst du hoffentlich auch an Gewinnen wachsen. Und dann ist es nur logisch, dass auch deine Steuern wachsen. Also lebe damit und lass dich nicht auf den falschen Weg bringen, einfach alle Steuerfluchtmöglichkeiten zu suchen. Zum Schluss, wie große Unternehmer es gezeigt haben, unnötig im Knast zu landen. Und wenn du Unterstützung brauchst, selbst als Gesellschafter eine Firma zu gründen oder deine Firma weiter systematisch auch auszurichten oder vielleicht Finanzierungsmittel zu beantragen oder später ein Unternehmen zu verkaufen und dafür eine Bewertung zu bekommen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir als X-Group arbeiten bundesweit und haben verschiedene Experten und Berater im Team. Über 30 Experten stehen für dich zur Verfügung und unsere Beratung geht überwiegend über Videokonferenzen. Und ich lade dich jetzt ein, nicht nur das Video mit Daumen hoch zu liken, unseren Kanal zu abonnieren, sondern auch jetzt Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Und ich wünsche dir viele Gewinne, aber leider auch viele Steuern. Bleib legal und mach Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch, dein Daniel Schäfer.